Der Duisburger Hauptbahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt im Osten des Ruhrgebiets. Hier treffen verschiedene wichtige Strecken aufeinander. Somit steigen hier täglich mehrere hunderttausend Fahrgäste ein, aus und um. Er besitzt insgesamt 12 Bahnsteiggleise, an denen die Fernverkehrs-, Regionalverkehrs- und S-Bahn-Züge halten. Aktuell wird er umgebaut, denn er befindet sich in einem schlechten Zustand, soll aber bis 2025 deutlich aufgehübscht werden. Das Eisenbahnzeitalter begann in Duisburg im Jahre 1846, genauer gesagt am 9. Februar, als das zweite Teilstück der Köln-Mindener Eisenbahn Duisburg erreichte. Knapp ein Jahr später, nämlich im Mai 1847, konnte man auch auf der durchgehenden Strecke von Düsseldorf nach Hamm Duisburg erreichen. Allerdings verliefen die beiden Strecken nicht auf einem und demselben Bahnhof, sondern an zwei separaten Bahnhöfen mit eigenen Empfangsgebäuden. Dies galt auch für die knapp 15 Jahre später eröffnete Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft. Die Bahnhöfe wurden dann erst zusammengeführt nach der Verstaatlichung zur Preußischen Eisenbahngesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Dort entstand dann ein großer Bahnhof mit einem gemeinsamen Empfangsgebäude. Im Laufe der Jahre wurden sowohl die Bahnsteigsanlagen sowie Gleise als auch das Empfangsgebäude je nach Bedarf angepasst. Die heutige Bahnsteigshalle als auch das Bahnhofsgebäude entstammt den 1930er Jahren. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Bahnhof zwar stark beschädigt, doch die Bahnsteigsanlagen und das Bahnhofsgebäude wurden wieder aufgebaut. Veränderungen gab es am Empfangsgebäude auch in den Folgejahren immer wieder. Doch mittlerweile ist die Infrastruktur vor allen Dingen an der Bahnsteighalle und an den Gleisanlagen sowie Bahnsteigen stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weniger am Empfangsgebäude. Bei der Bahnsteighalle, wenn man diese überhaupt so bezeichnen kann, rostet es nämlich an vielen Stellen an der Stahlkonstruktion, die Farbe blättert ab und auch die Glaskonstruktion, welche mit in die Bahnsteighalle integriert sind, ist an vielen Stellen beschädigt bzw. sogar zerstört. Deshalb hängen auch Netze in den Decken, teilweise hat es nämlich sogar durch die Bahnsteigsdächer hindurch geregnet. An vielen Stellen ist auch Graffiti zu sehen, zudem ist natürlich die Bahnsteigshalle nicht mehr sonderlich zeitgemäß und modern. Dies gilt auch für die Bahnsteige und Gleisanlagen an sich. Deshalb wird der Duisburger Hauptbahnhof in den nächsten Jahren einer gründlichen Sanierung und Umgestaltung unterzogen. Neben der grundsätzlichen Instandsetzung der Gleis- und Bahnsteigsanlagen soll das Highlight vor allen Dingen die neue Bahnsteigshalle darstellen. Diese soll aus vielen geschwungenen Elementen bestehen und sehr hell und lichtdurchflutet werden. Die Bauarbeiten haben, wie bereits erwähnt, schon begonnen und zwar im August 2022. Die Bahnsteigshalle soll dabei 150 Meter lang und 124 Meter breit werden und im Gegensatz zur aktuellen Bahnsteigshalle auch komplett geschlossen. Im Wesentlichen soll die Konstruktion dabei von einzelnen Stahlträgern getragen werden, welche diesmal nicht mehr im Gleisbereich, sondern auf die Bahnsteige gegründet werden. Auch die Sanierung der Aufgänge inklusive neuer Rolltreppen soll in diesem Zuge geschehen. Voraussichtlich 2028 sollen dann die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. Das Empfangsgebäude wurde bereits 2011 saniert und ist deshalb nicht Teil dieser Baumaßnahme. Am östlichen Ende des Bahnhofes kann man bereits erahnen, wie der Bahnhof einmal aussehen soll. Hier ist der Bau der Bahnsteigshalle schon etwas vorangekommen. Dies geschieht auf Höhe des Bahnsteiggleises 13. Ansonsten besitzt der Bahnhof aktuell 12 anfahrbare Bahnsteiggleise. Der längste von ihnen ist dabei der Mittelbahnsteig von Gleis 11 und 12, welcher eine Länge von 490 Metern besitzt. Hier halten dann auch im Wesentlichen die Fernverkehrszüge mit Fahrtrichtung Norden bzw. Osten. In die Gegenrichtung gilt dies für den Mittelbahnsteig von Gleis 3 und 4, wo die meisten ICE-Züge dann in Richtung Süden verkehren. Um zu den Bahnsteigen zu gelangen, gibt es im Bahnhof eine zentrale Unterführung, welche vom Empfangsgebäude aus in Richtung des Ostausgangs führt. Diese beherbergt dabei auch noch einige Geschäfte bzw. Imbisse. Die meisten Bahnsteige sind dann von hier aus ausschließlich per fester Treppe zu erreichen, einige Bahnsteige sind allerdings auch per Rolltreppe erreichbar. Abgesehen von der Unterführung gibt es natürlich auch noch weitere Geschäfte in der Empfangshalle und somit auch im Empfangsgebäude.
Hier gibt es auch ein DB-Reisezentrum. Durch die hohe Decke und an den Seiten eingelassene Fenster wirkt die Bahnhofshalle recht hell und freundlich. Von außen kommt das Bahnhofsgebäude mit einer roten Klinkerfassade daher. Aufgrund dieser Optik und der Bahnhofsuhr weist er etwas Ähnlichkeit zu den Bahnhofsgebäuden in Oberhausen und Düsseldorf auf. Der Grund dafür ist natürlich, dass allesamt in einem ähnlichen Zeitraum erbaut wurden. Auch der Bahnhofsvorplatz wurde in den vergangenen Jahren umgestaltet und wirkt daher recht modern. Hier befindet sich ein großzügiger Platz mit einigen Bürogebäuden in der Nähe. Wenn man nun allerdings zum ÖPNV umsteigen möchte, ist man hier an dieser Stelle noch falsch und sollte an die Nordseite des Bahnhofes wechseln. Dort fahren zum einen an einer Bushaltestelle angesiedelt zahlreiche Buslinien, welche auch den Bahnhof unterqueren, ab. Zum anderen besteht hier Anschluss zum U-Bahnhof am Duisburger Hauptbahnhof, wo Straßenbahn und eine Stadtbahnlinie abfahren. Es verkehrt hier die Stadtbahnlinie U79, welche Duisburg-Meidrich Bahnhof über Duisburg Hauptbahnhof und die Duisburger Innenstadt mit dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und darüber hinaus mit der Uni Ost in Düsseldorf verbindet. Darüber hinaus fährt hier die Straßenbahnlinie 901, welche Duisburg-Obermarxloh mit dem Hauptbahnhof in Mülheim verbindet, und die Linie 903, welche von Dienstlaken Bahnhof bis nach Hüttenheim verkehrt. Am Ausgang der U-Bahn-Station gibt es auch nochmal eine weitere Unterführung, welche Zugang zu allen Bahnsteigen bietet. Hier gibt es auch noch einmal vereinzelte Geschäfte. Werfen wir nun also einen Blick auf den Zugverkehr am Duisburger Hauptbahnhof und beginnen dabei wie immer beim Fernverkehr. Dabei schauen wir uns auch wie immer nur die im Takt verkehrenden Zugverbindungen genauer an. Im Stundentakt verkehren von Düsseldorf aus kommende ICE-Züge über Bielefeld und Hannover nach Berlin-Ostbahnhof. In Hamm vereinigen sie sich dabei mit einem Zugteil aus Köln. Daher werden zwischen Düsseldorf bzw. eben auch Duisburg und Hamm siebenteilige Triebzüge eingesetzt. Dies können dann entweder jene der Baureihe 402, dem ICE-2 sein, oder der Baureihe 412, also dem ICE-4. In Bielefeld ist man von hier aus in knapp 1,5 Stunden, in Hannover nach knapp 2,5 Stunden und in Berlin Hauptbahnhof nach 4 Stunden und 10 Minuten. Zwischen Duisburg und Hamburg besteht ein annähernder Stundentakt durch verschiedene ICE- und IC-Verbindungen, welche sich auf diesem Abschnitt überlagern. Mit einer ICE-Linie wird dabei tagsüber ein durchgehender 2-Stunden-Takt zwischen Basel und Hamburg angeboten. Von Duisburg aus bis Münster benötigt man knapp 1 Stunde und 10 Minuten Fahrzeit, bis Bremen ist man knapp 2,5 Stunden unterwegs und in Hamburg ist man dann bereits nach knapp 3,5 Stunden Fahrzeit. Eingesetzt werden hier vorwiegend ICE-4-Triebzüge. In die Gegenrichtung von Hamburg nach Basel gibt es diesen 2-Stunden-Takt allerdings nicht. Kommen wir nun zur nächsten ICE-Linie, welche im Stundentakt verkehrt und Dortmund über Duisburg, Düsseldorf, Köln, Messe, Deutz, Frankfurt und Aschaffenburg sowie Nürnberg mit München verbindet. Auf dieser Strecke werden in der Regel Doppeltraktionen von ICE-3-Zügen eingesetzt, da sie hier über die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt verkehren. Von Dortmund aus benötigt man etwas mehr als 1,5 Stunden mit dem ICE bis Duisburg. In Köln-Messe-Deutz ist man dann nach knapp 40 Minuten Fahrzeit und am Frankfurter Hauptbahnhof nach 1 Stunde und 40 Minuten. In Nürnberg Hauptbahnhof ist man dann nach knapp 4,5 Stunden und am Münchner Hauptbahnhof nach etwas mehr als 5,5 Stunden Fahrzeit. Auch einige internationale Zugverbindungen gibt es am Duisburger Hauptbahnhof. So gibt es einen 2-Stunden-Takt von hier aus nach Amsterdam. Gerade einmal 2 Stunden benötigt man von hier aus nach Amsterdam mit Halt in Oberhausen, Arnhem und Utrecht.
In Arnhem ist man dabei bereits nach knapp einer Stunde Fahrzeit. In die Gegenrichtung verkehren die Züge dann von Amsterdam meistens über die Schnellfahrstrecke und Köln-Messe-Deutz nach Frankfurt. Hierbei sind die Fahrzeiten ähnlich wie mit den Zügen, welche in Richtung München unterwegs sind. Zweimal am Tag kommt man von Duisburg auch direkt mit dem Thales nach Paris. Die Züge verkehren dabei über Köln, Aachen und Brüssel. Bis nach Paris benötigt man dabei gerade einmal 4 Stunden. In Köln ist man gerade mal nach 45 Minuten und in Brüssel nach knapp 2,5 Stunden. Eingesetzt werden auf der Strecke sogenannte Thales PBKA-Züge, welche aus 2 Triebköpfen und dazwischen eingereiht 8 Fahrgastwagen bestehen. Die Fahrzeuge sind dabei sehr ähnlich zu französischen TGV-Baureihen. Die Züge können dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h ausfahren. Zu guter Letzt gibt es noch eine im Takt verkehrende Intercity-Linie, nämlich im 2-Stunden-Takt gibt es Züge, welche nach Emden Außenhafen verkehren, beziehungsweise teilweise darüber hinaus auch nach Norddeichmole mit einer Taktlücke um 12.30 Uhr, wo der Zug dann statt nach Emden nach Bremen Hauptbahnhof verkehrt. Bis nach Emden ist man dabei knapp 3 Stunden unterwegs, wenn man bis nach Norddeichmole fährt, ist man sogar 3 Stunden 38 unterwegs. Die Züge verkehren dabei außerdem über Recklinghausen, Wanne-Eickel, Münster sowie Papenburg. Eingesetzt werden hier Intercity 2 Garnituren. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einige weitere einzelne Verbindungen, so zum Beispiel in Richtung Passau oder auch Flixtrain-Züge, welche hier am Bahnhof von Duisburg abfahren. Kommen wir nun allerdings zum Regionalverkehr. Hier beginnen wir beim stündlich verkehrenden RE1, welcher Aachen Hauptbahnhof über Köln, Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum und Dortmund mit Hamm, Westfalen verbindet. Er ist dabei Teil des Rhein-Ruhr-Express und wird an sich als NRW-Express bezeichnet. Eingesetzt werden daher hier Fahrzeuge der Baureihe 462. Die vierteiligen Triebzüge des Typs D0HC besitzen 2 doppelstöckige Mittelwagen und an den Triebköpfen sind die Wagen nur einstöckig. Bis nach Essen ist man von hier aus knapp 10 Minuten unterwegs, am Dortmunder Hauptbahnhof ist man nach 35 Minuten und in Hamm nach knapp einer Stunde. Bis nach Köln benötigt man mit dem RE1 knapp 50 Minuten Fahrzeit und in Aachen ist man dann nach einer Stunde und 45 Minuten. Der RE2 startet in Düsseldorf Hauptbahnhof und verbindet von dort aus den Duisburger Hauptbahnhof mit Recklinghausen und Gelsenkirchen, Altern am See sowie Münster und endet dann schließlich in Osnabrück. Gelsenkirchen ist nach knapp 25 Minuten mit dem RE2 erreicht. In Münster gelangt man nach 1 Stunde und 10 Minuten Fahrzeit an und bis nach Osnabrück ist man 1 Stunde und 46 Minuten mit dem RE2 unterwegs. Der RE3 wird von der Eurobahn betrieben und auf diesem werden Flirt 1 Fahrzeuge eingesetzt, also die Baureihe 427. Er verbindet den Düsseldorfer Hauptbahnhof über Oberhausen und Gelsenkirchen Hauptbahnhof mit Hamm-Westfalen. Bis zum Hauptbahnhof von Gelsenkirchen benötigt man genau wie mit dem RE2 22 Minuten und bis nach Hamm benötigt er 1 Stunde und 23 Minuten. Weiter geht es zum RE5, welcher ebenfalls Teil des Rhein-Ruhr-Express ist und Wesel mit Koblenz verbindet. Dabei macht er unter anderem noch Halt in Dinslaken, Köln, Bonn Hauptbahnhof und Remagen. Bis nach Bonn Hauptbahnhof benötigt man knapp 1 Stunde und 15 Fahrzeit und bis nach Koblenz 2 Stunden. In die Gegenrichtung nach Wesel ist man ca. 30 Minuten unterwegs.
Auch der RE6 ist Teil des Rhein-Ruhr-Express und wird deshalb auch mit denselben Fahrzeugen wie der RE1 und der RE5 betrieben. Der RE6 verbindet dabei den Flughafen von Köln-Bonn mit dem Kölner Hauptbahnhof Düsseldorf und Duisburg und darüber hinaus über Hamm-Westfalen und Gütersloh sowie Bielefeld mit Minden. Bis nach Bielefeld fährt man ca. 1 Stunde und 40 Minuten, bis nach Minden etwas mehr als 2 Stunden und 10 Minuten und bis an den Flughafen nach Köln-Bonn ist man von Duisburg aus 1 Stunde und 15 Minuten unterwegs. Kommen wir nun zur letzten Linie des RRX am Duisburger Hauptbahnhof, nämlich den RE11, der sogenannte Rhein-Hellweg-Express. Dieser fährt von Düsseldorf Hauptbahnhof über Essen und Dortmund nach Paderborn und Warburg und endet dann in Kassel-Wilhelmshöhe. Zwischen Paderborn und Düsseldorf ist der RE11 alle 60 Minuten unterwegs, darüber hinaus bis Kassel herrscht nur ein 2-Stunden-Takt. Bis nach Paderborn fährt man knapp 1 Stunde und 45 Minuten, bis nach Kassel-Wilhelmshöhe braucht man 2 Stunden und 50. Weiter geht's mit dem RE19 im sogenannten Rhein-Eisel-Express. Dieser besteht aus 2 Zugteilen, wovon einer in Richtung Arnhem Central fährt und der andere fährt nach Bocholt. Die Zugteilung findet dabei in Wesel statt. Startpunkt ist hier auch der Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bis nach Wesel ist man knapp 30 Minuten unterwegs, in Arnhem ist man nach knapp 1,5 Stunden und in Bocholt nach knapp 1 Stunde. Der RE19 wird aktuell von der Vias betrieben und eingesetzt werden hier Fahrzeuge vom Typ Flirt 3. Diese kommen auch auf dem RE42 zum Einsatz, hier allerdings in Verkehrsrot, da jener von der Deutschen Bahn betrieben wird. Der RE42 verkehrt in die eine Richtung nach Münster Hauptbahnhof über Dülmen und Haltern am See, in die andere Richtung ist er nach Mönchengladbach über Krefeld unterwegs. Der Abschnitt zwischen Münster und Essen wird dabei im Halbstundentakt bedient, der Abschnitt zwischen Essen und Mönchengladbach bzw. darüber hinaus nach Münster wird im 60-Minuten-Takt bedient. Somit ist der RE42 in Duisburg auch alle 60 Minuten anzutreffen. Bis nach Gladbach benötigt man mit dem RE42 knapp 40 Minuten und bis nach Münster etwas mehr als mit dem RE2, nämlich knapp 1 Stunde und 20. Es gibt aber auch einige Verbindungen, die am Duisburger Hauptbahnhof direkt starten. Dazu zählt auch der RE44, welcher im 60-Minuten-Takt Duisburg mit Bottrop über Oberhausen verbindet. Gerade einmal 20 Minuten ist der RE44 dabei bis nach Bottrop unterwegs. Eingesetzt werden hier Fahrzeuge der Baureihe 648 und er wird von der Rhein-Ruhr-Bahn betrieben. Dies gilt auch für die RB31, welche von Duisburg nach Xanten über Rheinberg und Moers unterwegs ist. Diese benötigt dabei 45 Minuten bis an ihren Endpunkt. Die RB33 wird von der Deutschen Bahn betrieben und verbindet Essen-Steele über Duisburg Hauptbahnhof, Rheinhausen sowie Krefeld Hauptbahnhof mit Aachen Hauptbahnhof. Eingesetzt werden dabei Triebzüge der Baureihe 1440. Die RB33 ist dabei im 60-Minuten-Takt unterwegs. Bis nach Essen-Steele benötigt man mit der RB33 knapp 20 Minuten und in die Gegenrichtung bis nach Aachen ist man knapp 1 Stunde und 50 unterwegs. Im 60-Minuten-Takt verbindet die RB32 Duisburg Hauptbahnhof mit Dortmund, wobei sie auch am Duisburger Hauptbahnhof startet. Sie hält dabei unterwegs in Essen-Berge-Borbeck, Essen-Zollverein Nord und auch in Gelsenkirchen sowie Wanne-Eickel. Bis nach Essen-Berge-Borbeck ist man auf dieser Verbindung 15 Minuten unterwegs, bis nach Dortmund ca. 50 Minuten. Eingesetzt werden hier Fahrzeuge vom Typ Flirt 3XL, welche sich vor allen Dingen durch ihre breiten Türen und längeren Wagenkästen auszeichnen. Als letzte Regionalbahn gibt es noch die RB35, welche ebenfalls mit Flirt 3, diesmal von der Vias, betrieben wird. Diese verbindet Gelsenkirchen Hauptbahnhof ebenfalls über Essen-Berge-Borbeck mit Rheinhausen und endet dann in Mönchengladbach.
Von Gladbach bis Duisburg ist man knapp eine Dreiviertelstunde unterwegs. Aber auch die S-Bahn Rhein-Ruhr verkehrt am Hauptbahnhof von Duisburg. Allerdings nur eine einzige Linie. Dies ist die S-Bahn-Linie 1, welche Solingen Hauptbahnhof über Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen und dann über Bochum sowie Dortmund Universität mit dem Dortmunder Hauptbahnhof verbindet. Sie ist dabei im Halbstundentakt unterwegs, zwischen Solingen und Duisburg sogar im 20-Minuten-Takt unter der Woche. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos über den Duisburger Hauptbahnhof angekommen. Ich würde mich natürlich wie immer ganz recht herzlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr denn das Design des neuen Bahnhofs bzw. des umgebauten Bahnhofes in Duisburg findet. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.